Na, hast du auch so Spaß auf deinem Seminar? Welches Seminar? Na, die Seelenentwicklung natürlich. Unser Seminar Leben, warum wir hier inkarniert sind. Wir sind mittendrin in unserem Seminar. Keine Ahnung, welche Folge du gerade hast. Na, ich habe halt meine, du hast deine. Und es ist auch vollkommen wurscht, welche wir gerade machen, denn alles ist richtig. Und darum geht es heute. Sei mir ganz herzlich gegrüßt. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wir begrüßen gemeinsam wieder Sabine Muriel. Sabine, schön, dass du den Weg vom Bodensee wieder hergefunden hast und dass wir uns heute mal über die Seelenentwicklung unterhalten können und was dafür erforderlich ist, wie zum Beispiel unsere Gedanken, blablabla, die Worte und natürlich auch, was wir tun. Genau. Oder ich muss so machen, ne? Startknopf der Kamera drücken. Gedanke, genau. Worte, Taten. Das ist ja im Grunde so diese Reihenfolge auch. Meistens haben wir zuerst einen Gedanken. Oft reden wir darüber, nicht immer. Und ab und zu folgen auch Taten. Mhm. Manchmal sind auch erst die Gedanken da. Und wenn keiner zum Quatschen da ist, machen wir gleich die Taten. Ne? Also ist im Grunde egal. Aber letztendlich ist das ja unser Weg der Seelenentwicklung. Wir benutzen die Gedanke, die Worte und die Taten, um uns zu entwickeln. Und dann in Gemeinsamkeit oder im Zusammensein mit anderen Menschen in dieser Gemeinschaft. Und ja, dann darf Transformation stattfinden, weil da ist wieder einer des anderen Arschengels. Ja, genau. Und die sind unermesslich kostbar. Oh ja, das kann ich dir wohl sagen. Ich kenne auch die Rolle des Arschengels. Inzwischen nehme ich sie manchmal sogar bewusst an, setze mich hin und sage, okay, ich bin jetzt hier der Arschengel. Mhm. Und jetzt gehen wir mal da durch, ne? Mhm. Und schauen wir mal, was passiert. Ja, ja. Das wird zum Glück angenommen. Und da passiert richtig was. Da passiert richtig was, ja. Da. Heilig kann ich vor allen Dingen. Ja. Ja. Das wollen wir ja erleben. Genau, darum geht's. Auch heute wieder in unserem Video, wo es eben genau darum geht, um die Seelenentwicklung. Was können wir tun, damit wir unsere Seelenentwicklung bewusst erleben? Vielleicht sogar bewusst ein bisschen fördern können, indem wir sie nämlich einfach annehmen und alles im Leben als unsere Entwicklung sehen. Und das Leben macht dann erstens viel mehr Spaß, mhm, und zweitens alles ist spannend. Und viele Dinge sind plötzlich ein Geschenk anstatt ein Problem. Ja, kann ich nur bestätigen, lieber Andreas. Ja, die Gedanken, dass man einfach auch lernt, seine Gedanken zu beobachten. Erstmal zu schauen, was sind das für Gedanken? Möchte ich die glauben, die Gedanken? Bin ich wirklich überzeugt, dass der Gedanke, so wie er kommt, für mich stimmig ist? Das fand ich eine ganz interessante Erfahrung, auch bei mir selber, als ich mich immer mehr mit diesem Thema beschäftigt habe. Welchem Gedanken, die ja unermesslich viele auf uns einströmen, welchem Gedankenimpuls ich ja auch folgen möchte, welchem ich meine Aufmerksamkeit schenken möchte, welchem Gedanken. Und das geht ja alles in Bruchteilen von Sekunden. Und ja, das haben wir alle schon erlebt, dass wir unbewusst leben. Also das heißt, wir bekommen einen Impuls, reagieren darauf und das ist aber dann schon zu spät. Ne, das Wort ist gesagt oder die Tat ist getan und nachher denkt man, oh, wäre mal besser gewesen. Oder mit dem heutigen Wissen weiß man es dann einfach, würde man eine andere Entscheidung treffen. Und da möchte ich mal ganz schnell ein Komma machen, mhm, wenn es erlaubt ist. Ja, aber genau das ist der Punkt. In dem Moment, wo ich diese Entscheidung getroffen habe, hatte ich Information A und B. Hätte ich eine andere Entscheidung treffen sollen, hätte ich Information C, D und E schon gehabt. Ja, aber genau, die hatte ich nicht. Und zwar warum nicht? Damit ich genau diese Entscheidung treffe, um diesen Transformationsweg zu gehen. Denn sonst wäre ich den gar nicht gegangen. Genau. Und so sehe ich das mit alten Entscheidungen. Annehmen alte Entscheidungen. Und alles, was mit diesem Konjunktiv zu tun hat, hätte, könnte, wollte, wäre und so weiter, forget it. Vergiss es einfach. Es war alles richtig. Ja. Trotz allem aus meiner Erfahrung ist dann, wenn ich das reflektiere
und in eine ähnliche Situation wieder hingeführt werde, kann ich ja mit meiner Seelenentwicklung eine neue, lichtvollere Wahl treffen, weil ich ja jetzt schon wusste, dass sich das für mich so nicht mehr stimmig anfühlt. Also mache ich es von Tag zu Tag, treffe ich eine neue Wahl, lichtvoller, wenn ich möchte, oder bleib in Gefühlen oder Gedanken stecken, so wie ich das möchte. Wie oft ist es so, dass man das zweite Mal sowas kriegt und dann macht man zwar noch die falsche Entscheidung, aber es fällt einem sofort auf. Ja, ah, genau. Ich wollte doch. Ja, genau. Beim dritten Mal ist es schon, dann, und beim vierten Mal klappt es dann ja. oder so. Ja. Ja. Das auch anzunehmen. Ja, das ist der Entwicklungsweg und ja, das ist richtig so. Genau. Und es ist auch wirklich in allen Bereichen des Lebens ganz spannend. Also auch in der Beziehung zum Partner, zu Arbeitskollegen, zu seinen Kindern, zu sich selbst. Ja, dann ist es wirklich ein Prozess und macht Spaß, wie sich das dann neu gestaltet und was sich jeden Tag neu daraus kreiert. So wie wir das möchten. Und auch die Verantwortung zu übernehmen für das, was man ja für Gedanken, Worte und Taten wählt. Wohl wahr, ja, ganz genau. Die Wahl der richtigen Worte. Man kann ja mit den Gedanken noch ganz schnell verschiedene Sachen denken, dann aber doch die richtigen Worte wählen. Mhm. Übrigens ein großer Vorteil des Langsamredens, weil man, wenn man schön langsam redet, nicht nur mehr Aufmerksamkeit vom Zuschauer hat oder Zuhörer in dem Fall, sondern man kann in dieser Zeit auch noch nachdenken, was sage ich denn als nächstes? Und wie sage ich es vor allen Dingen, damit es auch richtig ankommt? Genau. Und Worte, dass es kostbar ist, Worte zu haben, Worte formen zu können. Und Gedanken wählen zu können, so wie sie in einem auftauchen. Und dann wird das Bewusstsein gestärkt, die richtigen Worte, die man auch sprechen möchte, wirklich aus seinem tiefsten Herzen sprechen möchte, sich dann auch intensiver zeigen und man kann sie dann auch greifen in sich immer öfters. Und das ist dann für mich eine Seelenentwicklung, weil wir dadurch mit unserer Seele immer mehr in Kontakt kommen können und liebevolle Entscheidungen in Worte, Gedanken, Worte und Taten erleben für uns selber, was uns dann gut tut und wir uns wohler fühlen mit uns und mit den Gesprächspartnern, mit den Arbeitskollegen und auch mit den Kindern. Mit allem eigentlich. Ja. Auch mit der Verkäuferin oder genau. Mit dem Kassierer, das ist vollkommen egal. Mit den Menschen, die an der Tankstelle arbeiten oder wo man halt Menschen begegnet, dass man auch hier zusätzlich achtsam spricht. Genau, weil es tut jedem gut, wenn man wertschätzende und liebevolle Worte wählt und in eine wertschätzende Kommunikation mit jedem Einzelnen immer natürlicher lebt. Ja, definitiv. Und wie man in den Wald reinruft, so schallt es oft heraus, nicht immer. Und trotzdem liebevoll und achtsam zu bleiben, auch wenn mal ein Echo kommt. Ja, genau. Ein zu starkes Echo oder sowas, genau. Was durchaus noch passieren kann, weil man weiß ja nicht, was war gerade mit dem Menschen, der mir gegenübersteht. Vielleicht war der in einem solchen Gedankenboost oder hatte Riesenprobleme. Mhm. Und ich kann ja gar nichts dafür, dass ich ihn gerade in diesem falschen Moment angesprochen habe oder eben den für ihn sehr transformatorischen Moment. Und dann ist halt diese Energie ein bisschen rübergekommen. Mhm. Wenn man da einfach das weiß und sagt, das ist nicht meins. Das ist seins. Und trotzdem ruhig und gelassen und achtsam bleibt. Mhm. Da habe ich eine ganz wunderschöne Übung für mich herausgefunden. Da gehe ich dann wirklich in mich selbst und sage, ich liebe mich
und ich liebe dich. Also auch derjenige, der jetzt gerade nicht so gut in seiner Mitte ist, ihm einfach Wertschätzung und Liebe auch entgegenzubringen. Und dann kann man ganz gut mit den ganzen Energien, die sich in dieser Situation dann auch zeigen, liebevoll umgehen. Und wie du in dem letzten Video schon gesagt hast, indem du dir einfach vorstellst, Jesus ist ja in mir, aber er ist auch in dem anderen. Ja. Sieh Jesus in dem anderen oder Gott oder was auch immer, wie du es nennen willst, ist ja wurscht. Und dann geht das schon gleich viel leichter. Mhm. Absolut. Und so darf dann auch unsere Seelenentwicklung voranschreiten, indem wir immer wieder uns öffnen. Wenn wir uns öffnen, können wir erkennen. Wenn wir erkennen, können wir verstehen. Und wenn wir verstanden haben, können wir neue Schlüsse daraus ziehen, können lernen daraus, können dann den Mut fassen, um Änderungen auch zu leben. Mhm. Genau. Und letztendlich zur Liebe zu kommen. Immer mehr liebevolle Erfahrungen auch zu machen. Und dann kommt man ja auch in das Resonanzgesetz und Prinzip, dass einem immer mehr liebevolle Begegnungen dann auch zurückreflektieren in sein eigenes Leben. Genau, und das stärkt das Gottvertrauen, das Urvertrauen, dass wir in uns und ins Leben und überhaupt ja haben dürfen. Mhm. Absolut. Und dann fängt man auch an, das Leben langsam zu genießen. Oh ja, definitiv. Und es einfach wertzuschätzen, dass die Welt sich um einen kümmert. Also, weil wenn wir uns kümmern, dann kümmert sich auch dagegenüber mit liebevollen Taten, Gedanken, Worten und Taten. Und es ist immer wunderschön zu beobachten, wie sich das dann schöner gestaltet. Wobei das Kümmern in Anführungsstrichen, glaube ich, zu sehen ist, weil es gibt ja diese Kümmerertypen. Absolut. Die kümmern sich viel zu viel. Die dürfen sich auch mal hinsetzen und dürfen mal es genießen, wenn sich um sie gekümmert wird. Ja. Mhm. An der Stelle muss ich das unbedingt sagen, weil ich kenne das ist ein Thema bei ganz vielen. Mhm. Und die dürfen sich auch mal hinsetzen und dann wirklich das Leben fließen lassen. Seelenentwicklung. Genau. Ja, mir wurde es von Ihnen so wunderschön gezeigt. Wir sind alle eine Lichtkugel, eine Liebeskugel. Und um diese Kugel sind wie Schnüre und Bänder, genau, die sich wie ein Wollknäuel drumherum gewunden haben. Und wir die Möglichkeit haben, wenn wir das möchten, das langsam zu entwickeln. Also quasi das die ganze Wolle sich wieder auflöst und wir wieder das wunderschöne Licht und die wunderschöne Liebe sind, die wir eigentlich in Wahrheit sind. Also müssen wir einen Pullover stricken. Genau, dann können wir einen Pullover stricken. Dass wir uns wieder wärmen können. Ja, genau. Naja, aber wenn man mal dieses Bild nimmt, dann muss ich nur was stricken. Mhm. Ja klar, ich stricke mein Leben und damit nehme ich die Verstrickungen raus. Genau. Also diese Wortspielerei, gerade in der deutschen Sprache, da ist ganz viel tiefer Sinn hinter, wenn wir sie richtig nutzen. Ja, genau. Deswegen habe ich auch angefangen, immer liebevolle Worte zu wählen und jeden Satz so positiv wie möglich zu gestalten und einfach auch die Gedanken dabei wahrzunehmen, auch wenn sie jetzt nicht so lichtvoll sind, es trotzdem in positive Gedanken zu formen. Auch wenn ich mich jetzt über jemanden aufrege oder sonst irgendwas, dass ich nicht sage, oh, ich reg mich jetzt über dich auf, sondern ich liebe dich so, wie du bist. Dann kann man die Energie auch wieder auflösen und man ist in Frieden mit sich und der Situation. Und dann entwickelt man diese Seelenenergie immer mehr. Man kommt in seine Kraft. Und das macht Spaß. Ja, wenn man es so bewusst erleben kann und auch oft mal diesen Schritt nach oben macht und guckt mal so, ne? Genau. Diese Situation, ja, ich Mensch, der Mensch, das Mensch, du Mensch, ja, ist ja interessant zu beobachten, aber nur bleib mal wieder ganz locker. Mhm, ne? Genau. Weil das hat ja seinen Sinn, das Ganze. Und was halt wirklich sehr interessant dabei ist, wir sind ja alle aus Erziehungsmustern die waren natürlich nicht sehr liebevoll oft, die Worte und auch die Taten. Und gerade so in unserer Generation war das schon noch sehr weit verbreitet. Und die Worte meistens und die Sätze negativ.
und aus denen wieder herauszuschlüpfen, und das gehört ja auch zur Seelenentwicklung, nicht mehr die Gedanken und Worte und Taten der Eltern nachzuspielen, weil sie das über uns gesagt haben, sondern eine neue Wahl zu treffen und zu sagen, das war ihre Meinung über das Ganze, aber das bin nicht ich. Und das ist auch eine großartige Erfahrung, wenn man das mal wirklich wahrnimmt in seinem Leben. Diese Glaubenssätze, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön genug. Und das sind ja auch Gedanken, Worte und Taten, die durch jemand anders zu uns kommen. Und wenn wir das dann glauben, dann habe ich aus meiner Erfahrung, aus meiner Lebensgeschichte, ich habe früher keine wohltuenden Worte oder Sätze über mich gesprochen. Ja, überleg mal, ne, wie man sich da so beeinflussen lässt. Ja. Ne? Ja. Also dann dann begegnet man ja auch Dingen, die das beweisen. Ich bin nicht gut genug, also komme ich in eine Situation, wo mir einfach zeigt, ich bin nicht gut genug. Und das ist dann interessant, das wirklich selber wahrzunehmen, was Gedanken, Worte und Taten wirklich erzeugen in unserem eigenen persönlichen Leben. Und dass wir auch die Verantwortung wieder übernehmen, was wir für Gedanken, Worte und Taten wählen. Ja. Und das kann das ganze Leben verändern. Kann ich bestätigen. Oder auch, dass es wirklich immer weniger Licht und Liebe da drin sich zeigt. Aber beides ist in Ordnung, weil jeder hat einen freien Willen, wie er es erleben mag und was er als für sich gut empfindet. Wir können Impulse geben. Wir können Hinweise geben. Die Entscheidung selber muss jeder für sich treffen, um dann den Weg zu gehen. Genau, ja. Genau. Hast du noch einen Impuls zur Seelenentwicklung, für unseren Seelenweg? Jeder seinen? Ich wünsche eigentlich jedem, oder der Impuls kommt, sich wieder wirklich anzunehmen, sich zu lieben und seine Gedanken, Worte und Taten zu überprüfen, ob man das so erleben möchte mit sich selbst und mit seinem Gegenüber. Und so können sich wunderbar Konflikte auflösen, Streitereien oder auch unangenehme Situationen bei der Arbeit. Und man kann jederzeit eine neue Wahl treffen für sich selbst. Thema Selbstreflexion, an der Stelle ganz wichtig, dass wir vielleicht täglich, spätestens abends mal reflektieren, was war denn heute am Tag? Wie ist das gelaufen? Was war alles gut? Und was kann ich eventuell noch besser machen, um am nächsten Tag eben mit dieser neuen Intention noch liebevoller zu leben? Genau, so erfahre ich das auch. Und die geistige Welt hilft einem da wunderbar dabei. Genau, das ist auch wichtig, dass man einfach die geistige Welt drum bittet, denn sonst dürfen sie nicht. Und dann sich auch dafür bedankt. Genau. Ja, und dann läuft's. Wunderbar, Dankeschön. Sehr gerne. Dass du wieder zu mir gekommen bist und dass wir jetzt mal dieses wunderbare Thema, dieses so wichtige Thema der Seelenentwicklung, so tief haben besprechen können. Sehr gerne. Ja, auch dir herzlichen Dank, dass du wieder bei uns warst, dass du uns gefolgt bist, und ich hoffe, wir konnten dir so ein paar Impulse geben, dass du das ein oder andere jetzt auch in deinem Leben mal denken, sagen und tun kannst, und das in Achtsamkeit. Und in dem Sinne, danke auch für deine Spende, die du mir hast zukommen lassen, und die Sabine Muriel vom Bodensee und ich hier aus dem Norden wünschen dir wieder von ganzem Herzen alles Liebe.